Ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Top oder Flop. Auch heute werden wir uns wieder drei Spiele vornehmen. Und dieses Mal geht's in die Richtung Nintendo, also NES. Und ich habe mir da schon was rausgesucht und ja, bin mal gespannt, ob es mich überzeugen wird oder nicht. Also, viel Spaß heute. So, unser erstes Game heute ist Beetlejuice für den Nintendo, also für den NES. Puh, ja. Würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Sieht schon mal recht creepy aus. Das ist auch ein Horror. Ein bisschen von Horror abgeleitet, aber auch von Comedy. Da gab es ja mal eine witzige Serie, ich glaube auf Cartoon Network oder so, mit Beetlejuice. Die war recht witzig. Wenn es auch auf Englisch war, ich glaube auch auf Deutsch. Und ja, es scheint dazu tatsächlich ein Spiel zu geben für den Nintendo. Okay, it's Showtime. Gucken wir uns das mal an. Okay, das kommt mir gerade verdammt bekannt vor von hier Dingens, was zum... Nee, oder ernsthaft? Ihr wollt mich gerade ernsthaft verarschen, oder? Ich bin gerade irgendwie... Ich kann nicht auf die Gegner springen. Ich kann nicht auf die Gegner springen. Was zum Teufel? Das ist gerade ein richtig schlechter Scherz. Was ist das für ein Spiel? Habt ihr gerade gesehen, wo ich gespawnt bin? Habt ihr gerade gesehen, wo ich gespawnt bin? Habt ihr gerade gesehen, wo ich respawned bin? Was ist das für eine Scheiße? Oh Gott! Oh Wahnsinn, ich hab's mal geschafft und die Fackeln wollen mich auch töten. Geiles Spielprinzip. Gottes Willen. Dieses Spiel. Dieses Spiel sackt. Und zwar, es sackt nicht nur auf dem halbwegs ertragbaren Level, es sackt richtig. Das ist eines der schlechtesten NES-Games, die ich jemals gesehen habe. Jeder Scheiß hier kann uns töten. Jeder verfickte Scheiß kann uns hier töten. I found the book for Rancid Sources. This tells me enter. Oh, super. Geiles Spiel. Oh, bloß weg damit. Gott, ist das schlecht. Willkommen zum Spiel Nummer 2. Nachdem das letzte Game von der Punktzahl nur eine volle 1 bekommen hat, hoffe ich, dass Batman, ich habe es mal auf dem Game Boy getestet,
mich mehr überzeugen kann. Verstört. Man fällt darauf auf, dass der Kontrast ein kleines bisschen hätte besser sein können bei diesem Batman-Game. Okay. Was ist denn gerade mit den Controllings los? Kleinen Moment, Leute. Moment. Select-Button ist Pause? Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, jetzt stimmen die Controllings, das heißt, jetzt kann es weitergehen. Und Select-Button ist tatsächlich Pause und die Controllings... ...sind nicht mal halb so gut wie... ...die Gameboy-Controllings. Obwohl, ja, es geht. Es ist halbwegs in Ordnung, sagen wir mal. Es kommt zwar nicht an die Batman Gameboy-Version ran, aber... Es ist okay. Mal Energiebalken. Das frage ich mich gerade, wie wir denn Energie wieder bekommen. Ansonsten ist das gerade relativ okay. Auch wenn das Intro ein bisschen komisch war. Controllings, muss ich auch sagen, ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Okay, das ist nice. Dann haben wir jetzt mal ein anderes Power-Up. Schaut's denn mit den Continues aus? Moment, was war das? What the fuck? Was war das für eine Sterbefrequenz? Also im Grunde ist das Spiel relativ in Ordnung. Fällt mir gerade auf. Würde jetzt, sagen, Controlling so eine 2,3, Musik eine 3, vom Grafischen würde ich sagen, ja, so 2,3 vom Grafischen her. Erinnert mich gerade auch ein kleines bisschen an Mega Man, aber das war beim Gameboy-Teil ebenso der Fall. Ja, ich bin gleich tot. Aber ich spiele es aber noch ein bisschen weiter. Okay, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel über. Wir kommen zum Spiel Nummer 3. Und oh mein Gott, ich glaube, das könnte jetzt die Krönung des Tages werden. Ihr seht schon, Barbie für den Nintendo.
Oh Gott. Das kann ja was werden. Ich habe dieses Game mal von außen beim Angry Video Game Nerd gesehen. Da dachte ich mir, okay, tust es mal rein und guckst, was das ist. Ich habe es beim Retro Gamer gesehen, die Super Nintendo Version. Aber ich habe noch nie die NES Version gesehen. Ja, was passiert? Barbie schläft irgendwie. Na, jetzt erkenne ich, dass gerade ein Kissen ist. Voll komisch, wie es gerade gelesen hat. Oh mein Gott. Wie sollte man dort bitteschön ohne Schaden durchkommen? Was geht hier bitteschön ab? Und was ist das für eine stupide Attack Mode? Machst du irgendwas? Nein, gar nichts. Oh mein Gott! Jedes Mal, wenn sie springt, kommt dieses grässliche Geräusch. Heilige Scheiße! Was ist das für ein Spiel? Was für ein grässliches Spiel! Meine zweite Frage: Wie komme ich da hinauf? Was ist das hier und wie kann ich das auswählen? Ich verstehe dieses Game gerade nicht. Ich verstehe dieses Game gerade absolut nicht. Alles ist in Barbie Pink. Should I wake up? Aha, okay, Spielende. Leute, ohne Scheiß, ich begreife dieses Spiel gerade nicht. Es wird nichts erklärt. Es wird rein gar nichts erklärt. Was muss ich denn machen? Ich komme da nicht rauf. Wie soll man da raufkommen? Leute, ohne Scheiß,
das Spiel ist bisher nach dem ersten die zweitgrößte Grütze, die ich überhaupt bisher gesehen habe. So ein Dreck. Voller Eins. So, meine Lieben, und das war's auch schon wieder für heute von Top oder Flop. Dieser Tag hat mir wieder mal gezeigt, dass die NES-Games zum Teil so ziemlicher Bullshit sind. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Wacky.